Ihr wollt wirklich einfach aufgeben, Isran? Wann habe ich das gesagt? Wir brauchen Unterstützung. Wenn sie dreist genug sind, uns hier anzugreifen, könnte das eine größere Sache sein, als ich dachte. Mit mir kämpfen gute Männer, aber ich habe im Laufe der Jahre viele Leute getroffen und mit ihnen zusammengearbeitet. Wir werden ihr Geschick und ihr Talent brauchen, wenn wir das hier überleben wollen. Wenn ihr es schafft, sie aufzuspüren, haben wir vielleicht eine Chance. Wo finde ich diejenigen, die wir brauchen? Ihr kommt schnell zum Punkt. Das gefällt mir. Ihr seid anders als diese Idioten vom Orden. Wir sollten es nicht übertreiben. Wenn wir zu viele sind, ziehen wir ungewünschte Aufmerksamkeit auf uns. Wir sollten Sorine Jurat mitnehmen. Bretone, hochintelligent und eine gute Bastlerin, von den Dwemern ganz besessen, besonders von deren Waffen. Sie war draußen in Reach unterwegs. War sich sicher, dass sie die größte Zwergenruine aller Zeiten finden würde. Sie will uns helfen? Vielleicht braucht es ein wenig Überredungskunst, aber ich denke schon. Ihr solltet außerdem Gunmar finden, ein wahrer Bär von einem Nord. Er hasst Vampire, fast so sehr wie ich. Vor ein paar Jahren hat er sich in den Kopf gesetzt, dass seine Erfahrung mit Tieren uns helfen würde, ganz besonders mit Trollen. Zuletzt habe ich gehört, dass er Himmelsrand auf der Suche nach weiteren Bestien durchkämmt. Bring die beiden hierher zurück, dann können wir gemeinsam einen Plan schmieden. Okay. Achtet auf euch. Ja. Aber Moment, den anderen wollte ich noch ausnehmen, den wir da gerade niedergeprügelt haben. Oh, Moment, den goldenen Smaragd drin, den nehmen wir natürlich mit. Also, Rekrutierungsaktion, Leute. Rekrutiere Gunmar in der Nähe von Ivarstadt. Na, aber hallo. Die Armbrüste der Dämmerwacht feuern einen tödlichen ersten Schuss, da planen jedoch nur sehr langsam nach. Aber sehen geil aus, also kann man nichts sagen. Ja, wie halt so eine Armbrust aussieht, ne? Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Naja, die Drachen sind jetzt eigentlich gerade das geringere Übel, würde ich mal sagen. Ah! Ihr da! Bleib stehen! Ich habe diesen Bären jetzt schon 2 Wochen lang verfolgt. Dem wird niemand mehr zum Opfer fallen. Isran braucht eure Hilfe, Gunmar. Isran? Er und Hilfe? Das hätte ich nie für möglich gehalten. Er ist leider ein paar Jahre zu spät dran. Er bedeutet mir nichts mehr. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ja, super. Außerdem kommt er bestens allein zurecht. Das hat er mir selbst versichert. Wobei sollte er schon Hilfe brauchen? Wir kämpfen gegen Vampire. Vampire? Das könnte die Lage ändern. Ich bin dabei. Erzählt mir ausführlich, was los ist. Wir sind uns nicht sicher, aber sie haben eine Schriftrolle der Alten. Dumm, dumm, dumm. Bei den 8. Nun hör zu. Ich denke darüber nach. Aber ich kann diesen Bären nicht noch mehr Unschuldige töten lassen. Wenn das erledigt ist, werde ich vielleicht erfahren, was Isran von mir erwartet. Und dann erledigen wir halt den Bären schnell, mein Gott. Wo ist er denn? Woher seid ihr gekommen? Werft! Ah, ich glaube, hier muss ich jetzt eh rein. Na dann, auf geht's, Bären töten. Ja, ich würde mal sagen, aus der Höhle gespasst. Na komm schon, du Mistvieh.
Ich weiß nicht, wie ich es alleine geschafft hätte. Ich danke euch. Keine Ursache. Ihr habt mir geholfen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Herauszufinden, was Isran will. Er ist noch immer bei Stendas Stern, nicht wahr? Ja, er bat uns, ihn in der Festung Dämmerwacht zu treffen. Natürlich. Er arbeitet schon viele Jahre daran. Lässt keinen rein. Seine eigene kleine Festung. Tja, jetzt werde ich ja sehen, was er die ganze Zeit über getrieben hat. Wir sehen uns dort. Perfekt. Gunmar hätten wir schon mal überzeugt. Jetzt fehlt noch die Bretonin, aber die sollten wir ja... Der verschlossene Raum, den haben wir schon gelesen, das ist, soweit ich weiß. Ja. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Geht's hier noch irgendwo weiter? Oder war das jetzt bloß diese Mini-Winnie-Höhle hier? Schlechter Witz und so. Na gut. Ein paar Bären gekillt und weiter geht der Spaß. Mohaha. So wie das sein muss. Ja. Da hinten gab's noch zwei Orte. Und zwar sehe ich da noch irgendeinen... So ein Hotspot da in den Bergen und noch ein Lager der Kaiserlichen. Und Gunmar sehe ich natürlich. Wir sehen uns in Festung Dämmerwacht. Das möchte ich noch ganz kurz da hinten erkunden, weil ich meine, das ist ja jetzt nichts, was, sage ich mal, groß zum... also entdecken will ich es, erkunden muss man es ja nicht groß, also... Oh. Ein Drachenhort. Der greift uns noch nicht an. Also lassen wir ihn zufrieden. Oh, da will mich aber was angreifen. Tja, ihr habt mal einen derben Fail hingelegt. Wer schießt denn da auf mich? Bam! Ich verfüge nicht nur über billige Taschenspielertricks. Hier! Ah ja, this is fucking serious, bitch. Oh, nichts von den Besitztümern passt in den Dümmermechanismus. Cool. Da oben ist noch irgend so eine Hütte. Die nehmen wir auch noch. Die snacken wir noch schnell mit. Da ist auch eine Hütte in der anderen Richtung. Alter. Wer seid denn ihr? Steckt bitte nicht alles in Brand, ja? Bis zum nächsten Mal. Wer bist denn du? Wilkas. Ihr seid ganz schön redselig, nicht wahr? Bis zum nächsten Mal. Was machen denn die Gefährten hier draußen? Naja, mir eigentlich egal, was die hier draußen machen. Ah, Dämmerbrecher spendet schön Licht hier im Dunkeln. Wir haben natürlich wieder einen wunderschönen Nachthimmel hier mit diesen fantastisch programmierten Nordlichtern. Ja, was werde ich hier finden? Werde ich hier den Tod finden? Oh, nee, ich finde Orichalcum-Erz. Natürlich auch schön, aber... Da ist eine Hütte. Frokis Hütte entdeckt, okay. Ah, da müssen wir noch so reingehen, okay. Die ist gar nicht für die... Ah. Das hat uns noch gefehlt. Stadtleute, die einfach so hier reinspazieren.
Wahrscheinlich suchen sie Opfergaben für ihre kostbaren Göttlichen. Ich nicht. Ich glaube nicht an die Neuen. Was habt ihr gegen die Göttlichen? Ne? Bis zum nächsten Mal. Eines Tages werde ich ganz allein einen Drachen töten. Na dann, viel Spaß. Naja, ich hab jetzt irgendwie keinen Bock, mit denen zu quatschen. Ah, warte mal. Geht's denn hier noch hin? Das sieht ja interessant aus hier oben. Geht's hier vielleicht zu diesem Drachenhort, hä? Dann killen wir mal den Drachen da oben. Was meint ihr? Auf einen Drachenfight hätte ich schon lang mal wieder Bock. Ah ne, was ist denn das hier? Wieder ein verborgener Schrein von Talos. Ah! Kaiserlicher... Ey, der sieht ja cool aus. Den habe ich ja noch nie gesehen. Den nehme ich mal mit. Hallo. So einen kaiserlichen Helm habe ich noch nie gesehen. Mit so einer Bürste oben. Ist ja mal voll geil. Ist schon klar. Ich bin wieder halb tot, weil ich 2 mm wo runtergefallen bin. Ah, wisst ihr was? Ich habe jetzt keine Lust hier. Die Hütte haben wir entdeckt. Zur Not können wir da von da aus noch weiter erkunden. Wo ist denn die Andertusse jetzt? Hä? Warum habe ich denn den Questmarker jetzt nicht? J. Rekrutiere Suchin Jurar. Oder wie man die auch immer ausspricht. Ah, da oben ist der Questmarker. Ach Gott, Leute. Das nächste, was dran ist, ist Drachenbrücke. Reisen wir von Drachenbrücke aus hin. Ah, der Außenposten ist Pinitus Oculatus. Kommandant Maro und seinen Dad. Beide umgenietet. Oder andersrum. Oh. Ich mach dem keinen Schaden? So viel zum Thema, ich habe mal wieder Bock auf einen Drachenfight. Wo ist denn der? Jetzt wartet mal, ja? Das lösen wir mal jetzt hier ganz anders. Na komm. Los, Bürger. Helft mir, helft dem Dovahkiin. Ich werde euer Land retten. Weil ich im Moment eher Probleme mit Vampiren habe und nicht mit Drachen. Na los, Olda. Na los geht's hier. Na los. Aha, der Dovahkiin ist hier, um euch zu retten.